Die Wahrscheinlichkeit, das zu gewinnen, war bei 1,19%. Also de facto nicht vorhanden. Und trotzdem ist das Unfassbare passiert. Und der gewünschte Name des Stadions ab dem 1. Juli 2017 lautet Live Radio Arena. So ein Wahnsinn. Wir können selber auch noch gar nicht glauben, da bei unserem Sender hier ist Live-Radio mit Wolfgang und Radiotalent Bipo. Servus, guten Morgen. Und es ist tatsächlich so, wir haben die Verlosung des Stadionnamens von Vorwärts Steyr gewonnen. Am Freitagabend ist in der Pause des letzten Heimspiels in Steyr das Ganze verlost worden. Es ist echt mega. Ich sehe es eigentlich schon vor mir. Champions-League-Finale in der Live-Radio-Arena, oder? Ja, es muss so sein. Und dass wir gewonnen haben, ist natürlich nicht geschoben. Bestätigt Glücksfee und Vorwärts-Finanzreferent Roland Obermeier. Natürlich, also das ist die Grundvoraussetzung bei so einer Veranstaltung und es war auch ein Notar vor Ort, der alles kontrolliert hat und der wird auch die schriftliche Bestätigung abgeben, dass alles vonstatten gegangen ist, wie es sich gehört. Ja, es gibt auch schon einige lustige Ideen, die wir dort im Vorwärtsstadion, das jetzt Live-Radio Arena heißt, umsetzen können. Wir sind ja der Sender, der immer 5 Minuten früher dran ist. 5 Minuten früher aufhören, können wir vielleicht nochmal führen. Wäre vielleicht mal ein Plan. Ab 1. Juli werden ein Jahr lang die riesigen Live-Radio-Arena-Schilder auf der Westtribüne und vor dem Eingang hängen. Vorwärts-Fan Manuel aus Steyr freut sich jedenfalls mit uns. Das ist super, Alter. Ich freue mich voll, Alter. Live-Radio-Arena, das wird super, Alter. Super. Live-Radio, ja. Live-Radio, ja, Arena. Effe, 2:0 gegen Stahl Bara, zufrieden mit dem Spiel? Ja, natürlich. Wir waren vom Anfang an sehr gut drauf, wir haben alles gegeben. Das war, glaube ich, für mich schon ein verdienter Arbeitssieg. Jetzt stehst du bei 22 Saisontoren. Ist das die beste Saison deiner Karriere? Ja, sicher. Mein Ziel war vom Anfang an 15, jetzt habe ich 22. Schaue ich, dass ich gegen Weiz nur 1 oder 2 oder 3 habe, dann habe ich 25. Christoph, 2:0 gegen Stadl Bauer, zufrieden mit dem Spiel? Ja, also generell, wenn wir 2:0 gewinnen, kann man zufrieden sein mit der Partie. Die ersten 10 Minuten haben wir ein bisschen verschlafen, sage ich mal. Aber dann sind wir gut ins Spiel gekommen und dann ist die Kugel gut gerannt und 2:0 ist verdient. Doch relativ viele Torchancen vergeben. Wird man da nervös oder? Ja, ich sage mal, wenn du die erste Torchance machst, dann geht das Spiel einfacher. Und wenn du es vergibst, dann musst du einfach schauen, dass du weiterarbeitest. Und wenn sie mehr Chancen ergeben, irgendwann machst du dann, so wie es auch war, dann haben wir es da gemacht und das passt. Du hast selbst in der 90. Minute getroffen, bist dann zur Betreuerbank gerannt, wohin genau? Ja, eigentlich, mein Bruder ist draußen gesessen und ich wollte eigentlich zu meinem Bruder rennen. Dann habe ich ihn umarmt, weil er hat gesagt, dass ich kein Tor schieße, sage ich mal, weil ich vor dem Tor eigentlich nicht so gut bin. Aber jetzt habe ich es ihm gesagt. Nächste Woche erwartet Weiz, was erwartest du vom Spiel? Ja, ich denke mal, dass wir in Weiz gut auftreten wollen, dass wir nochmal 3 Punkte mit heimnehmen wollen und dass wir da gewinnen. Zur Halbzeit ist der Stadionname verlost worden. Live-Radio hat gewonnen. Was sagst du dazu? Ja, Live-Radio Arena klingt echt geil und ich freue mich auf die nächste Saison dann. So, hör mit, 2:0 ging an Stadl Bauer. Zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Hartberg schon super Leistung geboten und haben sich vorgenommen, dass wir da anknüpfen. Und wir haben gewusst, wenn wir an die Leistung anknüpfen, dann können wir da heute was holen. Stadl Bauer hat super früher gespielt. Und wir haben aber irgendwie trotzdem heute, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel aus der Hand geben können. Auch wenn die Tore ja relativ spät gefallen sind, aber ja, wir haben einfach wieder super Leistung geboten, passt. Du sagst, dass die Tore sind relativ spät gefallen und man hat auch relativ viele gute Torchancen vergeben. Wie sehr hadert man da mit den vergebenen Torchancen? Das ist oft unser Problem, dass wenn wir gute Torchancen vergeben, dass wir dann oft enttäuscht sind und dann mit dem Kopf vielleicht ein bisschen anschalten. Aber das darf man nicht. Wir haben sich vorgenommen, wenn eine Chance vergeben wird, dann müssen wir die nächste bei der nächsten Hellwoche sein. Das ist auch dann so passiert. Wir haben die Tore gemacht und das ist das Wichtigste. Und ja, jetzt freuen wir uns, jetzt haben wir noch eine Partie. Und da wollen wir auch nochmal alles reinhauen und dann war es sicher eine super Saison. Wie gesagt, nächste Woche geht es gegen Weiz. Was sind da deine Erwartungen ans Spiel? Es ist so, dass wir, oder was heißt wir, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen und gegen Weiz wollen wir sowieso wieder Vollgas punkten. Wir wollen einen Sieg und dann können wir äußerst zufrieden sein mit der Saison. Nächstes Jahr wird in der Live-Radio-Arena gespielt. Was sagst du da dazu?
Ja, ich habe es erst vorher gerade gehört, dass Live-Radio genannt wird. Ja, finde ich gut. Hört sich nicht so schlecht an, das passt. Dann ziehen wir das schnell durch, machen unsere übliche Pressekonferenz und dann könnt ihr alle wieder den Teamchef spielen oder den Supermenschen und dann können wir weiter diskutieren. Ich glaube, wir können ja mit dem heutigen Spiel sehr zufrieden sein, ein 2:0-Sieg. Bei dieser Gelegenheit begrüße ich recht herzlich René Troll als Tormann-Trainer und verantwortlichen Sportchef von Stadl Bauer und natürlich unseren siegreichen Trainer Gerald Scheibler. Herzliche Gratulation, Gerald, auch zu diesen 3 Punkten. Jeder kriegt ein Mikrofon. Der Matchball kam von Shape for You bei Oliver Trachter, der sitzt da. Jetzt kann ich es ja sagen, jetzt kann er eh keiner mehr schlagen, wenn wir Oli gewonnen. Er hat uns auch als Bundesliga-Schiedsrichter, aber hier in dem Fall als Institut für sportwissenschaftliche Beratung und Training diesen Matchball gespendet. Und wir haben da so eine Regel einmal aufgestellt, wenn wir mit dem Ball gewinnen, dann werden wir bei der nächsten Saison natürlich wieder einmal quälen. Das ist ganz klar. Oliver, ich hoffe, wir kommen dann nicht auf die falsche Adresse bei dir. Gell? Danke. Und unser Ketterer, der euch ja die ganze Saison hoffentlich ein Top-Essen kredenzt hat, der ist auch irgendwo. Wo ist der Joe? Ich schaue gegen das Licht. Jochen Neustifter, der Joe, war heute unser Match-Sponsor. Bei dieser Gelegenheit auch danke für das super Catering die ganze Saison und danke für das Sponsoring, Joe. Joes Restaurant in Furchtdorf im Almtal. So, jetzt gehen wir's los. Wie üblich kommt der Sieger als erstes dran. Gerald, mit den 3 Punkten zufrieden und auch mit dem Spiel? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und sehr heißer, ja. Aber es hat jetzt nicht unbedingt mit dem Schreien zu tun, sondern ich sitze viel im Auto und da läuft die Klimaanlage und die hat mich ein bisschen getroffen, bin ein wenig angeschlagen, aber die Mannschaft hat mir heute einige Energie zurückgegeben und es geht halbwegs. Ja, wenn es halbwegs geht, sind wir zufrieden. René, an was ist es gelegen, dass Stadl Bauer heute keinen Punkt geholt hat? Naja, guten Tag einmal. Gratulation am Gerald. Und danke, gut. Wir kommen immer wieder gerne nach Steyr, super Stadion, super Fans, es passt alles da. Es ist halt so gewesen, dass wir eigentlich sehr gut begonnen haben, die erste Viertelstunde. Und leider aber nicht wirklich was zählbar, das rausgeholt haben. Nachher die Steyr sehr gut ins Spiel gekommen. Zweite Halbzeit war es, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. War sicherlich ein bisschen glücklich, der Sieg, denke ich mal. Wir hätten sie sicher einen Punkt verdient gehabt. Sie haben brav gespielt, die Buben, gibt es gar nichts. Aber ja, im Endeffekt fragt ihn mal keiner mehr. Er hat 3 Punkte, der Gerald, und ja, Gratulation nochmal. Danke recht herzlich für diese Gratulationen. Anfang der zweiten Halbzeit hatte man so das Gefühl, als würde Stadl Bauer das Konzept besser umsetzen, als es aufgegeben wurde. Vor allem habe ich das Gefühl gehabt, die waren etwas spielstärker, etwas mehr auf Siegzwang. Hat sich unsere Mannschaft etwas zu weit zurückdrängen lassen oder war das auch eine taktische Maßnahme? Nein, es war keine taktische Maßnahme. Ich denke, dass Stadl Bauer den technisch besseren Fußball gespielt hat über weite Strecken. Sie haben halt einfach das 1-0 nicht geschossen und deswegen ist das Spiel dann zu unseren Gunsten ausgegangen. Es war sehr knapp, denke ich. Ganz ein gutes Fußballspiel für das vorletzte Spiel in der Liga. Es war halt für uns ein ganz besonderes Spiel, weil wir uns halt beim letzten Heimspiel einfach nochmal den Fans und Sponsoren, heute war eine große Veranstaltung. Wir haben gewusst, wir sollen auch als Mannschaft heute so spielen, dass das keine einmalige Veranstaltung ist, sondern dass die Leute nur mitkommen. Das heißt, es war ganz, ganz wichtig für uns und wir haben morgen auch ein 1B-Spiel. Wir haben zweimal wechseln müssen in der Halbzeit. Das heißt, heute hat wirklich das gesamte Team gewonnen und ich glaube, das hat uns auch die ganze Saison ausgezeichnet, dass Spieler wie Fabian Bichler, Johannes Bichler, die selten spielen, immer wieder die Motivation finden, für die Mannschaft, für diesen Verein alles zu geben. Und deswegen freut es mich halt eigentlich besonders für das Team, für die Mannschaft, dass sie halt gemeinsam da feiern können und einen sensationellen Abschluss haben für die Saison. Super. Ich habe da zuerst gerade in mein Heftel nachgeschaut. Da steht herinnen, dass der Mario Petter mit 27 Treffern der Top-Torjäger ist. Warum ist ihm heute in Steyr kein Tor gelungen? Hat er einen schlechten Tag erwischt oder waren unsere Verteidiger so gut?
Naja, schlechten Tag. Sicherlich hat er seine Chancen auch gehabt, aber sie hat es sehr gut verteidigt, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist er noch immer vorne in der Torschützenliste. Und da wollen wir jetzt natürlich schauen, dass er das auch wird. Und ja, ich sage es. Und unser Effe nicht noch einholt, gell? Ja, das hoffe ich ja nicht. Ja, in diesem Sinne wünschen wir natürlich euch erstens eine gute Heimreise, ein schönes Pfingstwochenende, Grüße an die Mannschaft und trotzdem von Steyr aus die Gratulation, ihr seid in der Regionalliga die Nummer 1 in Oberösterreich zu dieser Saison, zu dieser Leistung, eine herzliche Gratulation und danke, dass du kurz da warst. Danke. Vielen Dank. Ja. Bedanke mich bei meinen Gästen, die natürlich ihren Eckenberger jetzt noch austrinken dürfen. Bedanke mich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem bei unseren Sponsoren, bei unseren Gönnern und Unterstützern. Ich hoffe, dass Sie dann auch in der neuen Saison, die ja verhältnismäßig bald wieder starten wird, nämlich am Wochenende des 20. 21. Juli und eine Woche vorher könnte schon das erste ÖFB-Cup-Spiel sein. Also wir haben nur knapp 4 Wochen Sommerpause. Nützt die, erholt euch gut. Werdet in dieser Zeit weiterhin oder immer wieder Vorwärtsfans und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Saison wieder. Bis dahin, danke, tschüss und einen schönen Abend.